Eigentlich träumen wir doch alle davon, eine Einfahrphase ohne Algen. Und bevor du jetzt sagst, so, ah komm, langweilig, da hast du jetzt schon tausendmal drüber geredet, irgendwie Algenvermeidung oder so. Ja, es geht ein bisschen um Algenvermeidung, aber bleib dran, denn ich glaube, es geht nicht so darum, wie du denkst. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Aquaona, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Hier erfährst du alles über Aquascaping und die Aquaristik, damit du mehr Spaß mit deinem eigenen Aquarium hast. Und ich möchte mit dir heute über Hilfspflanzen sprechen. Eine Art der Algenvermeidung für die Einfahrphase. Wie gesagt, wir alle wollen eine Einfahrphase ohne Algenphasen haben. Den Zahn möchte ich dir aber direkt vorneweg einmal ziehen, denn das wird, wenn überhaupt, nur aus Zufall stattfinden. Das kann stattfinden, aber eigentlich gibt es keine wirkliche Methode, mit der du verlässlich eine Einfahrphase komplett ohne Algen durchleben kannst. Richte dich auf mindestens zwei Algenphasen ein. Einmal Kieselalgen, einmal Grünalgen. Die werden kommen. Stell dich drauf ein. Du kannst sie aber verringern, verkürzen, vermildern. Und auch dazu gibt es schon diverse Videos von mir, wie ich gerade auch schon gesagt habe. Ich habe schon einige Videos gemacht zum Thema Algen in der Einfahrphase, Algen vermeiden in der Einfahrphase. Einige davon werde ich dir auch unten in die Videobeschreibung packen. Worüber ich bisher aber tatsächlich noch nie wirklich intensiv gesprochen habe, ist das Thema Bepflanzung für die Einfahrphase. Du kennst von mir den Spruch, je mehr Pflanzen, desto besser. Und das ist auch so. Je mehr Pflanzen du in dein Aquarium von Anfang an, von Tag 1, einpflanzt, umso einfacher, umso problemloser und umso algenfreier wird deine Einfahrphase sein. Deshalb bin ich ein großer Verfechter davon, das Aquarium wirklich an Tag 1 so randvoll wie nur irgendwie möglich zu machen. Und da besteht meistens bereits eine kleine Diskrepanz, weil häufig wird unter einer dichten, vielen Bepflanzung etwas verstanden, wovon ich sagen würde, dass es gering bis mittel bepflanzt. Also wenn ich sage, viel bepflanzen, dann meine ich damit, ich will keinen Bodengrund mehr sehen. Der komplette Boden ist bepflanzt mit allen möglichen Pflanzen. Dann hast du eine dichte Bepflanzung. Jetzt gibt es natürlich Ausnahmen, wie zum Beispiel ein Iwagumi, wo du ja auch den kompletten Boden bepflanzt, aber nur mit einem sehr, sehr kleinen Bodendecker. Das bedeutet, die Pflanzenmasse in dem Aquarium ist trotzdem immer noch sehr gering. Natürlich geht es eben darum, bei Pflanzenmasse nicht nur den kompletten Boden voll zu machen, sondern auch die Wassersäule selbst. Wir brauchen also auch schnell wachsende und hochwachsende Pflanzen. Ich möchte vor allem jetzt einmal auf den Aspekt drauf eingehen, was ist denn, wenn du halt explizit ein Aquarium haben möchtest, was halt nicht stark bepflanzt ist. Ich habe gerade schon das Beispiel Iwagumi genannt und genauso habe ich das ja auch hier gerade bei mir laufen in dem 60p. Das ist ein reines Iwagumi, da ist nur eine einzige Pflanze drin, nämlich Glossostigma elatinoides, also ein flacher Bodendecker. Das bedeutet, ich habe am Anfang wirklich hart zu arbeiten gegen die Algen, weil einfach sehr wenig Pflanzenmasse in diesem Aquarium ist. Und das kann ich halt am Anfang auch nicht wirklich verändern. Wie soll ich das tun? Wenn das die einzige Pflanze ist, die ich da drin haben will, dann ist das halt die einzige Pflanze und das bedeutet halt, ich habe wenig Pflanzenmasse und das dauert seine Zeit, bis da wirklich ein dichter Teppich entstanden ist und bis sich dieses Gleichgewicht eingestellt hat. Das heißt, ich muss mit diesen Algenphasen leben. Ich kann dem entgegenwirken durch sehr viele Wasserwechsel, was ich hier zum Beispiel auch tue. Ich mache aktuell in dem Aquarium alle zwei Tage einen 50% Wasserwechsel und das funktioniert auch. Aber es gibt halt noch eine andere Option und das sind Hilfspflanzen. Denn wer sagt denn, dass die Pflanzen, die ich am Anfang in mein Aquarium einpflanze, die ganze Zeit dort drin sein müssen? Das ist ja nicht der Fall. Aber ich kann mir die Eigenschaften dieser Pflanzen zu Nutzen machen, nämlich dass sie mehr Nährstoffe verbrauchen als die Bepflanzung, die ich eigentlich in meinem Aquarium haben will. Verallgemeinern wir das Ganze erstmal. Was sind gute Hilfspflanzen? Gute Hilfspflanzen sind alle die Pflanzen, die a. geringe Ansprüche haben und b. sehr schnell wachsen. Denn das bedeutet, sie können in relativ kurzer Zeit viele Nährstoffe aufnehmen, vergrößern ihre eigene Pflanzenmasse dadurch und nehmen dadurch noch mehr Nährstoffe auf. Das ist das, was wir wollen. Und zwar für die ersten, ich würde sagen, ungefähr 4 Wochen. Danach kann man diese Pflanzen in der Regel entfernen und kann sich darauf einstellen, dass halt die anderen Pflanzen, die man eigentlich im Aquarium haben will, so weit gewachsen sind, dass sie diese Aufgabe übernehmen können. Aber Hilfspflanzen sind halt wirklich gar keine dumme Idee. Vor allem gibt es da halt einige wirklich dekorative Varianten. Denn was zum Beispiel ebenfalls sehr gute Hilfspflanzen sind, sind Schwimmpflanzen. Fast alle Schwimmpflanzen wachsen vergleichsweise schnell, fast alle Schwimmpflanzen entziehen dem Wasser ordentlich viele Nährstoffe und fast alle Schwimmpflanzen sind sehr leicht zu pflegen, denn sie haben ja zum Beispiel den Vorteil, dass sie a. sehr nah an der Lichtquelle sind, also viel Licht abbekommen, deshalb schnell wachsen können, weil sie einen hohen Stoffwechsel haben und zum Beispiel CO2 nicht aus dem Wasser bekommen müssen, sondern sie nehmen es einfach aus der Umgebungsluft auf. Deshalb wachsen Schwimmpflanzen halt auch schnell in einem Aquarium, was ohne CO2 betrieben wird. Gerade bei den Schwimmpflanzen habe ich ja so meine beiden Lieblinge, einmal Phyllanthus fluitans, da zeige ich dir mal oben rechts in der Ecke mein Video dazu. Das ist schon etwas älter, aber das ist halt eine der coolsten Schwimmpflanzen überhaupt, weil die so mega rote Blätter und
und vor allem rote Wurzeln bekommen kann. Sieht richtig geil aus. Und Limnobium levigatum, weil die einfach einerseits mehr Masse einnimmt. Die wird ein bisschen größer als Phyllanthus fluitans und bekommt sehr lange Wurzeln. Das ist total toll zum Beispiel für ein Beta-Aquarium, weil der Fisch kann sich dann so schön durch diese Wurzeln schlängeln und sich da wirklich gut verstecken. Ansonsten sind tatsächlich alle einfachen und schnell wachsenden Stängelpflanzen sehr gute Hilfspflanzen. Das Tolle bei denen ist sogar, du musst sie noch nicht mal einpflanzen. Du kannst auch einfach, das ist etwas, was ich hier zum Beispiel für das 60B auch gemacht habe, aus einem anderen Aquarium, wenn du dort Stängelpflanzen schneidest, dann nimmst du das, was du abgeschnitten hast und wirfst es einfach in das andere Aquarium rein. Du lässt es einfach oben auf der Wasseroberfläche treiben. Auch da wachsen diese Stängelpflanzen weiter. Sie bilden dann ja auch erst recht diese sogenannten Luftwurzeln aus. Auch da nehmen diese Stängelpflanzen weiterhin Nährstoffe auf. Das funktioniert wirklich sehr gut. Und was du garantiert schon mal gehört haben wirst, ist Hornkraut und Wasserpest. Diese beiden Pflanzen hast du garantiert schon mal gehört und auch die verlinke ich dir natürlich mal unten in der Beschreibung. Zwei extrem einfache, sehr schnell wachsende Stängelpflanzen bzw. Schwimmpflanzen, die du einfach, wie gerade schon gesagt, oben auf die Wasseroberfläche wirfst und dann ziehen sie die Nährstoffe raus. Das ist am Anfang auch deshalb ganz praktisch tatsächlich, weil du damit natürlich auch die Lichtintensität nach unten etwas verringerst. Du sollst natürlich nicht die ganze Wasseroberfläche voll machen, sodass unten gar kein Licht mehr ankommt. Aber so ein Büschel dieser Pflanze oben drauf geworfen für ein, zwei Wochen, super effektiv. Und es gibt noch eine dritte Variante, Hilfspflanzen einzusetzen, und zwar typische Emerse-Pflanzen, typische Zimmerpflanzen tatsächlich. Dazu möchte ich dich einmal verweisen auf eine meiner Podcast-Folgen, und zwar auf die Folge 37, wo es darum geht, sind Paludarien vielleicht die besseren Aquarien? Da rede ich nämlich genau über diesen Aspekt, dass einige Emerse, einige Zimmerpflanzen, zum Beispiel die klassische Efeutute, zum Beispiel die kleinen Monstera-Varianten, also diese Ranken, die bilden halt sehr viele Luftwurzeln aus. Und so eine Ranke kannst du zum Beispiel über dem Aquarium irgendwo in den Topf stellen und dann rankt sie da so lustig her und diese Luftwurzeln, die hängst du ins Aquarium rein. Und dann zieht diese Pflanze nämlich wirklich sehr, sehr viele Nährstoffe aus deinem Aquarium raus und der Pflanze geht es dadurch auch noch besser. Also wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das ist wirklich eine schöne Option. Was hältst du bisher von der Idee? Hast du schon mal mit Hilfspflanzen gearbeitet und wie war deine Erfahrung damit? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare und wenn dir das Video gefällt, gib ihm bitte einen Daumen nach oben und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Fassen wir jetzt also einmal zusammen. Was hat es jetzt mit Hilfspflanzen auf sich? Ich würde die Hilfspflanzen immer dann empfehlen, wenn du ein Aquarium-Layout gestalten möchtest, was eben nicht übermäßig bepflanzt ist. Wenn ohnehin dein Ziel ist, ein krasses Dschungel-Layout zu gestalten, was halt einfach voll gepumpt ist mit Pflanzen, dann brauchst du natürlich keine extra Hilfspflanzen. Aber wenn du ein Aquarium gestaltest, was entweder nur aus sehr langsam wachsenden Pflanzen besteht, meinetwegen du willst ein Aquarium nur mit Bucephalandren oder nur mit Kryptokorynen oder so machen, dann sind Hilfspflanzen nützlich. Und gerade für Layouts wie beispielsweise ein Iwagumi, was zwar theoretisch den kompletten Boden bepflanzt hat, aber eben mit sehr wenig Pflanzenmasse, weil die einfach nur sehr niedrig bleibt. Auch da sind Hilfspflanzen sehr, sehr praktisch. Gerade Schwimmpflanzen bieten sich dafür an, weil sie sind dekorativ, sie wachsen schnell, sie ziehen viele Nährstoffe raus. Oder aber schnell wachsende, einfache Stängelpflanzen einfach im Büschel oben auf die Wasseroberfläche geworfen. Oder dritte Variante, terrestrische Pflanzen, tropische Pflanzen, gerade Ranken, zum Beispiel Efeutute und Monstera, die du irgendwo über dem Aquarium einpflanzt und deren Wurzeln dann ins Aquarium reinhängen.